Willkommen zu einer Aufgabe hier aus den Schwingungen. Diesmal geht es um die gedämpften Schwingungen. Wenn die Dämpfung geschwindigkeitsproportional ist, also viskose Reibung zum Beispiel, dann ist die Einhüllende der Sinusfunktion oder der Schwingung eine gedämpfte E-Funktion. Und bei diesen E-Funktionen hat man immer wieder mal diesen Zusammenhang, dass nämlich die Halbwertszeit, also die Zeit, bis die E-Funktion auf die Hälfte abgesunken ist, mit dem Exponenten der E-Funktion Beta so zusammenhängt. Das ist so etwas Häufiges, dass man das irgendwann mal einfach im Traum kann, aber ich möchte es gerne jetzt für diejenigen, die das noch nicht kennen, zeigen, wie der Zusammenhang zustande kommt. Also geht es nur um eine E-Funktion zunächst mal. E-Funktion, die exponentiell abklingt. Da haben wir eine Anfangsamplitude, ich sage mal A dazu. Und die klingt also so ab, wie ein radiativer Zerfall oder eben eine gedämpfte Schwingung oder andere Beispiele. Und wenn wir schreiben, das y von t, wenn man da die E-Funktion schreibt, muss man sagen, das ist a mal e hoch minus beta t. Und diese Konstante hier, die heißt manchmal Zerfallskonstante oder so, oder hat auch mit der Dämpfung zu tun, diese Konstante beta hat auch einen Zusammenhang mit der Halbwertszeit. Wenn beta groß ist, geht das schneller runter, wenn beta klein ist, geht es langsamer runter. Im Extremfall wäre das beta sogar 0, dann habe ich nur die Konstante hier, weil e hoch 0 ja 1 ist. Und die Halbwertszeit ist die Zeit, bis diese E-Funktion auf der Hälfte unten ist. Das heißt, da müssen wir sagen, dass wir hier nachher a halbe haben, die Hälfte, deshalb Halbwert. Zeit. Und diese Zeit, die hier vorkommt, die nennt man oft tau 1/2 oder t 1/2, eben die Halbwertszeit, wie lange das dauert hier. Um die jetzt herauszufinden, gehen wir einfach in diese Funktion rein und setzen mal für die Zeit jetzt nicht ein beliebiges t ein, sondern speziell diese Halbwertszeit. Dann erhalten wir ja a mal e hoch minus beta mal dieses tau 1/2 Index. Und auf der anderen Seite ist ja die y von t-Funktion dann gerade halb so groß wie der Anfang. Also statt a haben wir dann a halbe. Das heißt, dann müssen wir diese Gleichung quasi auflösen nach tau 1/2. Und wir sehen, dass die Amplitude, also die Anfangsauslenkung oder Anfangsfunktionswert sich da gerade rauskürzt. Ich kann auf beiden Seiten durch a dividieren. Dann habe ich also noch 1/2 gleich e minus beta mal tau 1/2. Also wenn man so eine E-Funktion nach diesem Exponenten auflösen will, dann muss man ja die Umkehrfunktion der E-Funktion verwenden, also auf beiden Seiten logarithmieren, wie man sagt. Das heißt, Logarithmus von 1/2 ist nachher gleich der Logarithmus, ich schreibe es mal aus, von dieser E-Funktion. Und Logarithmus und E-Funktionen neutralisieren sich gegenseitig, das sind inverse Funktionen. Das heißt, das kann man quasi wegstreichen und erhält nachher minus beta mal tau 1/2. Das ln von 1/2, da gibt es ja so eine Regel für den Logarithmus, da kann man das schreiben als ln1 durch ln1 minus ln2. Und ln1 ist ja 0, das heißt, wir haben nachher einfach minus ln2, was übrig bleibt. Jetzt haben wir also minus ln2 gleich minus beta mal tau 1/2. Dann dividieren wir auf beiden Seiten durch minus beta und erhalten hier ln2 durch beta. Das Minuszeichen ist dann weggeflogen, ist gleich tau 1/2. Und das war genau die Behauptung, tau 1/2 ist gleich ln2 durch beta. Also wenn ich den Logarithmus von 2 habe, den natürlichen Logarithmus von 2 ln, das ist 0,693, kann ich diese Zahl durch das Beta, das da oben steht, dividieren und halte nachher, also Beta die Einheit pro Sekunden, das muss ja da oben dimensionslos werden, dann erhalte ich nachher eine Zeit, und das ist gerade die Halbwertszeit. Oder wenn ich umgekehrt aus der Halbwertszeit das Beta will, kann ich das Ganze ja umdrehen und sagen, Beta ist gleich ln2 durch tau 1/2 Halbwertszeit.
gerade eben beim radioaktiven Zerfall hat man oft die Situation, dass man die Halbwertszeit angegeben hat und die Zerfallskonstante möchte oder die Zerfallswahrscheinlichkeit möchte. Und hier bei der gedämpften Schwingung kommt genau das Gleiche auch wieder vor.